Und so wie er sitzt, sieht er auch sehr schön aus. Oh ja, das kann man so lassen, auf jeden Fall. Kann man die Stacheln vielleicht noch färben? Ich weiß das ja nicht. Oh, das ist ja super, dass man die auch noch färben kann. Der kriegt eine goldene. Ich kann hier mal golden machen. Oh ja, gold. Hm. Ah, das ist ja das vorne, ne? Ah ja. Für Rumpel einfach mal picken. Na, das passt nicht. Das geht nicht. Machen wir auch mal Gold. Dann passt das Halsband wenigstens zum Klo und zur restlichen Badezimmerausstattung. So muss das ja auch sein. Aber eigentlich, das ist ja auch Gold, ne? Ja. Dann kann man das alles mal so übernehmen. Dann sieht das auch... Oh ja, das richtig gut aus. So können wir das mal sein lassen. Oh ja, so muss das. So muss der Rumpel aussehen. Auch mit dem... Alter! Alter, nee! Wie sieht das denn aus? Ja, der Pfeil ist ja nur dazu da, um Rumpels Besuch darauf hinzuweisen, wo sie ihren, sag ich mal, hinstecken können. Aber na gut, ich will nicht weiter darauf eingehen. So, Alltagsbekleidung. Inhalte filtern. Mit Kaffeefilter oder was? Bisschen von Melitta oder so. So, Persönlichkeit. Stimmen. Ja, so muss sich der Rumpel anhören, auf jeden Fall. So, Merkmale hinzufügen. Abenteuerlustig. Abenteuerlustige Haustiere sind ziemlich neugierig und wollen alles erkunden. Besonders hier hinter einer Rau... naja. Da bewegt sich sogar der Pfeil hinten. Das ist ja auch schön. Alter, das geht nicht. Aggressiv, nee. Ahnungslos. Na, faul ist er. Ein Ferkel, das würde eigentlich auch zu Rumpel passen, aber nee, das ist... Ich sag mal freundlich, auf jeden Fall. Hyperaktiv. Nicht zu traurig? Nee. Ruhig. Schwimmt gerne. Na. Schüchtern. Naja, treu würde ich auch nicht sagen. Ne? Also... Ich will nicht wissen, was Rumpel schon an Freunde oder Freundinnen hatte. Beim LPT hat er sicher den Walle überworfen und hat ihn abgeleckt und war die. Naja. Wasserscheu, zerstörerisch, ängstlich? Nee, ängstlich ist er nicht. Stolze Haustiere halten sich für sich etwas Besonderes. Na, das passt zu mich. Schüchtern. Wo ist denn, wenn sie in der Nähe ihres Sims sind, im Gegenwart anderer Haustiere, werden sie ein wenig nervös. Ach so. Ja, eigentlich nicht, ne? Ich weiß gar nicht, was ich das hier noch nehmen soll. Das ist ein bisschen schwierig. Ruhig. Machen nicht viel Krach.
Ja, der Krach übernimmt ja die Stereoanlage. Ordentlich. Ordentliche Haustiere sind von Natur aus reinlich und mögen es, gebadet zu werden. Naja. Nicht zerstörerisch. Nehme ich das mal mit rein. So. Dann passt das schon mal. Okay, dann haben wir das ja, Sergeant Rumpel, Rangy, da passt ja alles. Den hauen wir mal raus. Auch wenn der geil aussieht, auf jeden Fall, aber... Nö. So. Annehmen. Das sieht aus wie Tiere, du kannst nicht ein Haus spielen, der nur Tiere enthält. Du kannst die Tiere jedoch entweder in einem Set oder Sims enthält oder ein Grundstück platzieren oder den Vorgang abbrechen und das Haus hinzufügen. Rangy. Alter, der sieht aus. So, das war die Erstellung von Sergeant Rumpel. Und den fügen wir auch gleich. Den lassen wir auch gleich mal einziehen. Rangy, Kopie platzieren. Wo sind die Rangys? Die sind hier, ne? Ja. Verbinden. Wird bearbeitet. Zum Spiel zurückkehren. Möchtest du deine Stadt speichern, wo du fast ja speichern. Ja, das Speichern erspare ich euch mal. Bis so, da sind wir und ach, da ist der. Da ist der Rumpel ja auch schon. Kann ich mal drehen? Achso. Ach, ich muss mir echt mit Steuerung klarkommen. Na, das sieht doch super aus. Gut, ich muss mal eine ganz kleine Pause machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe gerade ein bisschen rumgeguckt. Weil, ja. Der feine Herr Rumpel. Ich wollte doch mal was machen, kurz. So. So. Ich werde noch eins machen. Und zwar wir, der feine Herr Rumpel, der hat uns ja 18, also noch, ja noch glaube ich 13.000 oder so in die Haushaltskasse gestopft. Und da will ich den Rumpel als Dank ein Zimmer spendieren. Eine Rumpelkammer quasi. Und ja, das Haus erweitern kann man ja. Ja. Was? Ja, die Wände, die muss ich denn so machen. Einfach. Die muss ich denn. Ich mache das aber alles mal fertig, weil das müsst ihr ja nicht sehen, also ist ja auch langweilig. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder und ja, ist das nicht ein schickes Häuschen geworden? Ich habe das Dachfenster vergessen, ach egal. Ja, das andere, das war mir einfach zu, ja.
Ja, ich habe das Haus ein bisschen erweitert, wie man ja sieht. Schön mit Treppen und Zäunen und so. Das ist die Rumpelkammer. Was ich ja schon angekündigt habe. Ja, sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus. Außer, dass die Dächer ineinander greifen. Das sieht ein bisschen doof aus, aber naja. Man kann nicht alles haben, ne? So. Weil hier die Treppe noch anders färben können, aber nein. Ich habe auch nicht nur außen was gemacht, sondern noch innen. Damit es ein wenig freundlicher wirkt. Ja, das Klo habe ich auf dem goldenen Boden verpasst. Passend zur anderen Einrichtung. Die Rangies, die haben es ja. Ja, die Küche habe ich ein bisschen geändert. Den Boden habe ich geändert, dass alles ein bisschen heller wirkt. Alles ein bisschen freundlicher. Das ist alles so dunkel und düster und bar und... Nein. Ja. Na, dann wollen wir den Sergeant Rumpel mal begrüßen in der neuen Wohnung mit der schönen Felszeichnung. Ich finde die einfach genial irgendwie. Das sieht richtig aus wie eine Hand irgendwie. Es ist irgendwie genial. Der Pfeil, der ist auch, witzig. Das passt so richtig. So. Ja, dann kann es ja mit dem Spiel losgehen. Der Gronkh, was hat der? Attraktive Gesellschaft, ne? Okay. Na, das fängt ja gut an. Arbeit. Haben die. In einem Tag. Das ist sehr gut. Gut zu wissen. Hunger hat er. Energie ist runter. Sein Spaß nicht, aber so Sozialbalken ist ganz schön runter. Und seiner auch. Und generell ein bisschen. Naja. Ah, ein bisschen zu tun hat, da ist ja immer. In einer Stunde! Ne. In einer Stunde, Alter. So, Saraza, dann mal ganz... Ach, die haben ja gar keine Reste, ne? Nein! Ah, der muss ein Snack essen. Joa, was frisst denn gerade? Ein Brot und Marmelade reicht. Der Gronkh, der muss ja... Der kann erstmal auch... Wer hat eigentlich die Küche ruiniert damals? War das Saraza oder Gronkh? Ich habe das so lange nicht gespielt. Ich mache es mir mal einfach. Ich guck mal wegen den Fähigkeiten. Kochfähigkeiten. Beziehungen, Karriere, Fähigkeiten. Kochen. Level 3. Level 2. Okay, Gronkh ist definitiv im Vorteil. Athletik. Sehr gut. So. Ja, Gronkh. Dann Brunch servieren. Machst du dir mal ein paar Waffeln fertig. Auf jeden Fall. Ja, der Rumpel, der kann eigentlich auch mal was. Oh. Das kann er denn auch mal sein lassen? Dann kann er erstmal den Napf füllen. Und dann kann er waffeln. So. So. Ich lasse das dann erstmal laufen. Dann geht das schon mal einigermaßen. Du sollst dich da hingehen. Der Rumpel soll da erstmal reingehen. Na, da unten sieht gut aus. Halt!
Sarrazin ist zu spät zu. Was? Er wird sich immer da. Was? Was? Wie jetzt? Alter, da war doch. Wieso? Geht nicht zur Arbeit. Alter. Alter, sollst du zur Arbeit gehen? Das kannst du lassen, ey. Geh zur Arbeit, sieh zu. Gib Kit, Alter. Gibt's doch nicht. Naja, der Rumpel, der will wieder Liebe machen und so. Das kennt man ja vom Rumpel einfach. Das. So. Was macht denn der da eigentlich? Ach ja, der ist am Kochen, ne? Genau. Der sieht so geil aus mit der Hand einfach. Die habe ich so geil hingekriegt. Das feiere ich gerade. So ein bisschen und. Das ist echt witzig gemacht. Der Rumpel, der sieht so geil aus, ey. Mit der Hand, ey, das feiere ich ohne Ende. So, Gronkh. Das kannst du mal Reste ja aufräumen. Weil ich will keine angebissene Marmeladenstulle da im Kühlschrank haben. Das muss hier sein. So, der Rumpel. Was kann er denn da machen? Spaß kann er gebrauchen. So. Tico, Tico, Plu. So, Grung, dann kannst du dir auch mal einen Teller nehmen, aber am besten nicht von hinten, weil das sonst sehr gesund wäre, wenn du das tun würdest. Und, ja.